Servus, heute geht es um das Thema Suchmaschinenoptimierung und wie ich das verknüpfen kann, sehr sinnvoll, mit der Telefonakquise. Also viele da draußen sagen ja, spezialisiere dich genau auf eine Sache und so weiter und so weiter. Ja, wir sind ja auch spezialisiert auf die IT-Branche, das hat auch seine Gründe. Denn meiner Meinung nach kannst du nicht wirklich performen, wenn du dich in der IT-Branche nicht wirklich auf was spezialisierst, als Agentur für Neukundengewinnung, Marketing, Positionierung, Skalierung und so weiter, ist es teilweise hart genug und auch innerhalb der Softwarebranche, innerhalb der IT-Branche haben wir uns auf die Softwarebranche spezialisiert. Das nur gleich nochmal vorweg für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal mich sehen. Und innerhalb da aber nutzen wir verschiedene Disziplinen, die wir miteinander kombinieren. Und hier mal eine Sache herausgepickt. Ich habe ja in den letzten paar Tagen nochmal diese Matrix hier aufgezeichnet. Ja, die ja letztendlich auch schon sehr bekannt ist durch andere große Influencer, Alexa Mosi und wie sie alle heißen. Und letztendlich schauen wir uns heute mal an Outreach, ja, und wie wir das hier mit Content Marketing verknüpfen können. Das ist nämlich letztendlich so, dass viele nicht richtig verstanden haben, welche Power tatsächlich Content Marketing hat, beziehungsweise haben vielleicht verstanden, welche Power Content Marketing haben kann, weil sie selber über Content Marketing, so wie du jetzt zum Beispiel auf mein YouTube-Video gestoßen bist, wo ich jetzt in der Regel ja keine Werbebudgets habe, sondern einfach nur, ich mache das, ich nutze die Zeit, dann lade ich es hoch und dann ist es eben oben, ja, für die nächsten paar Jahre. Aber die eigentliche Macht von Content Marketing ist die, dass du jetzt nicht dieses Video hier siehst und dann bei mir sofort einen Termin buchst wahrscheinlich, und dann wir sofort ins Geschäft kommen, ja, sondern eventuell ich dich akquiriert habe oder versucht habe zu akquirieren, ja, über Telefonakquise, du mich dann googelst und dann über die Google-Suche, weil YouTube ist Google, auf dieses Video gestoßen bist, ja, und dich dort hier noch jetzt mal nochmal versicherst, okay, was mache ich eigentlich, wie rede ich so, von was rede ich so, habe ich Ahnung von dem, was ich rede, ja, und Beweise suchst für das, was ich dir sozusagen versucht habe zu verkaufen im Erstgespräch, das normalerweise, ja, also das allererste Gespräch führt meistens nie zum Abschluss im B2B, sondern da gibt es immer Folgegespräche und in diesen zeitlichen Intervallen wird fleißig gegoogelt und häufig ist es sogar so, eigentlich sehr, sehr häufig, dass bereits während des ersten Cold Calling, also währenddessen wir telefonieren, also das allererste Gespräch, ne? Ich habe mit dir noch nie vorher gesprochen, du hast mich noch nie vorher gesehen, nirgendwo, ich bin eine relativ kleine Nummer im Markt, ne? Viele meiner Kunden sind eben nicht so groß oder keine marktdominierenden Unternehmer und während wir sprechen, im allerersten Call wird schon gegoogelt, ne? Wo ist die Webseite? Ja, dann wird es meistens irgendwie, wenn der Name ein bisschen komplizierter ist, nicht gleich sofort irgendwie gefunden oder eingegeben. Ja, man ist ja am Telefon, ja, also nicht im LinkedIn, ist es ein bisschen easier, weil da muss ich einfach nur den Link teilen. Aber am Telefon wird dann meistens einfach gegoogelt. Ja, es geht schneller. Und dann wird natürlich konkret geschaut, okay, wo tauchst du auf welchen Plattformen, wo ist deine Webseite und wenn du Videos hast und so weiter, was wird da eben gesprochen? Das heißt, dein Content ist als Verstärker, ja, und nicht als reine Akquisemaschine zu sehen, ja. Das heißt, die Kombination aus der Akquise und dem Content, den du bietest, also das Content Marketing, die Content Macht, ergibt dann letztendlich den Verstärker, sodass du dann letztendlich mehr Kunden abschließt und du letztendlich auch in der Kaltakquise, ja, vielleicht nicht mehr ganz kalt bist und es dir einfach dein Leben erleichtert, ja, und zwar massiv teilweise sogar. Und im Zuge dessen bieten wir natürlich als Dienstleistung für unsere Kunden ja genau auch das an, ja, also wir machen für unsere Kunden proaktiv, also operativ als Agent-Based Business Telefonakquise, ja, und bieten natürlich auch an, Content-Marketing zu machen, insbesondere SEO, ja. Und wir bauen das jetzt auch weiter aus, ne? Wir machen also immer mehr, zunehmend auch mehr Videos und so weiter und so weiter und haben da auch unsere bestimmten Partner dafür und unsere Experten und so weiter, ne? Also, hier einfach nochmal ganz kurz ein paar wichtige Details noch zu dem Ganzen. Viele
die so in den Anfängen sind, die gerade erst eine Webseite gebaut haben und so weiter. Ne? Du musst das eigentlich nicht vergessen, wenn du quasi heute eine GmbH gegründet hast, sagen wir mal, oder ein Brand, eine echte Firma und baust deine Webseite heute, hast deine Domain gerade registriert oder vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten und dann taucht deine Webseite erstmal ganz oben irgendwie auf, wenn jemand dein Brand sucht. Warum ist das so? Weil man nennt es sogenannten so ein bisschen, wie nennt man das jetzt, Welpenschutz oder irgendwie sowas. Ne? Also Google gibt dir erstmal einen Haufen, als Neuling erstmal im Markt, ja, erstmal einen Haufen Vorschusslorbeeren sozusagen. Ja? Mir fällt jetzt gerade dieser Fachbegriff nicht ein. Und kannst ja mal in die Kommentare schreiben, wenn es dir gerade einfällt. Es geht jetzt nicht darum, dass du ganz am Anfang, ja, wenn ich dich google, dann erscheinst du ganz oben und dann schaut sich Google deine Website an, ja, wie viele User kommen da drauf, wie ist die Verweildauer, ja, gibt es sofort ein paar Leute, die dort drauf verlinken und so weiter und so weiter. Und wenn das eben nach ein paar Wochen eben nicht so viel passiert, dann fällt es wieder runter im Ranking. Und wenn du dann, sagen wir mal, selber proaktiv SEO-Maßnahmen einleitest, beziehungsweise jemanden wie uns buchst, dann ist es auch für die nächsten Wochen immer so ein bisschen so ein Auf und Ab, weil dir immer wieder Google eine Chance gibt, sieht dann wieder, ah, es haben wieder Leute irgendwie draufgelinkt oder irgendwie ist wieder was passiert oder interessante Blogbeiträge mit einer großen Verweildauer oder Interaktionen oder whatever, ja. Die Algorithmen sind ja sehr umfänglich und komplex, ne. Keiner kennt sie wirklich komplett. Und dann gibt dir Google wieder eine Chance, dann wirst du wieder ein bisschen hochgerankt. Und wenn, dann kommen wieder mehr Besucher. Das trackt natürlich alles dann Google. Selbst wenn du nicht Analytics hast, aber du hast ja wahrscheinlich höchstens auch Analytics im Einsatz. Und dann, wenn es eben dann nicht so, dann vergleicht es Google zu anderen Analytics-Accounts, ne, und so weiter. Und dann, wenn es dann eben nicht so viel Interaktion war wie deine ganzen Mitbewerber oder die mittlerweile auch wieder was gemacht haben, dann fällst du wieder runter und wieder rauf und wieder runter. Was du natürlich möchtest, sind beständige Google-Rankings, die quasi wie so eine, ja, du kannst es so vorstellen, ja, du fängst an, ein Feld zu bestellen, ja, du kaufst dir erstmal so ein, sagen wir mal, ein Stück Erde und das Stück Erde ist jetzt deine Domain und jetzt baust du da drauf auf, ne? Und du hast ein Handvoller Samenkörner und das ist jetzt dann deine 25.000, die du eingezahlt hast und jetzt nutzt du da ein bisschen was davon und gibst es in SEO-Maßnahmen rein, investierst es. Ja, und dann kriegst du immer wieder, sagen wir mal, du bestellst das Feld, die Handvoll Samenkörner, da hast du dann irgendwie so 10, 15, sagen wir mal, die Samenkörner sind jetzt halt einfach Apfelbäume, dann hast du so 10, 15 Apfelbäume, aber die ganzen Äpfel isst du nicht alle, sondern du nimmst die meisten wieder und reinvestierst sie und so weiter. Und das heißt, du hast immer eine Erntephase und dann geht es wieder runter, wo du wieder säen musst, ja, um das Ganze eben zu vergrößern. Irgendwann hast du eine ganze Plantage und dann hast du so einen konstanten Ernteanteil über das ganze Jahr weggesehen. Ja? Und genauso funktioniert letztendlich auch SEO. Ja? Und um dahin zu kommen, brauchst du eben vor allen Dingen Kontinuität. Ja? Das heißt, es bringt nichts, wenn du einfach irgendwie vor ein paar Wochen eine Webseite hochstellst, einen Blogbeitrag machst, da 5 Stunden rein investiert hast für einen einzelnen Blogbeitrag, weil er so geil und super und alles, und dann wieder eine Woche oder zwei oder drei nichts machst. Ja, und dann wieder ein bisschen was und dann wieder nichts und wieder ein bisschen was, wieder nichts. Es bringt zum Beispiel auch nichts, wenn du zum Beispiel eine SEO-Agentur beauftragst und dann nach 4, 5, 6 Wochen, ja, ist nicht das genau das passiert, wo du dir vorgestellt hast und dann wieder alles, die SEO-Agentur einen Arschtritt gibst, ja, Refund oder sonstiges, noch schlimmer, und dann wieder von vorne anfängst oder keinen Bock mehr hast oder einen Monat Pause machst. Also egal, was du machst, Kontinuität ist das A und O, ja. Und natürlich dann das, was du machst, trägt natürlich auch dazu bei, dass du dir hier einen Profi holst. Denn man kann nicht, besonders bei SEO, eine ganze Menge falsch machen. Also man kann natürlich auch bei bezahlten Ads eine ganze Menge falsch machen. Da wird der, zum Beispiel bei Facebook der Account geschlossen und so weiter. Auf Google passiert das nicht so häufig. Da wird halt mal die Ad irgendwie geschlossen. Aber dann machst du halt die andere, eine neue Ad und dann geht's gleich wieder weiter. Auf Google kann schon mal passieren, bei SEO-Maßnahmen im Vergleich zu Ads, also bezahlter Werbung, wenn du da halt einen groben Fehler machst, dann kann sein, dass du deine ganzen Ranking verlierst und es vielleicht sogar Monate dauert, bis du dann wieder welche hast. Also da ist nochmal viel, viel wichtiger, nochmal einen Profi zu holen, als wie eigentlich bei den Google-Ads. Und ja, das möchte ich einfach hier mal nochmal kurz mitgeben. Und wenn du Interesse hast an einem Gespräch, dann melde dich einfach bei uns. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein.
Ciao. Ach so, ja, einfach bei klein-marketing.com oder thomasklein.consulting. Bis dahin, ciao.